Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ja, wir sind heute beim Tiger angekommen. Nachdem wir unseren Forschungsbaum hier durchgegangen sind, wir haben mit dem wichtigsten deutschen Panzer im deutschen Forschungsbaum angefangen, dem 3001H, haben uns durch den 3601H durchgequält und sind jetzt endlich beim Tiger angekommen. Ja, Tiger, der einzige Panzer im ganzen Spiel, den ich gedreimarkt habe. Und ja, auch mein liebster 7er Panzer im ganzen Spiel, muss ich sagen. Und ja, wie man den Tiger vernünftig spielt, will ich euch heute zeigen. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr irgendwas anzumerken habt oder irgendwas sagen wollt, loswerden wollt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ja, Tiger 1 ist ein 7er schwerer Panzer, ein Heavy Panzer. Er ist schwer, ja, aber er ist nicht wirklich heavy. Also, ja, also er ist nicht wirklich hart. Wir haben gerade mal eine Wandpanzerung von 100 mm an der Front und eine Turmpanzerung auch 100 mm an der Front und ansonsten ringsrum, Seiten und hinten haben wir überall 80 mm. Das ist nicht wirklich viel, das ist ziemlich dünne. Deswegen können wir, wenn wir mal das Glück haben, was mir so gut wie nie passiert, in einem 5er oder 6er-Fecht landen, können wir ein bisschen heavymäßig spielen. Aber ansonsten sollten wir doch eher Supporter-Aufgaben übernehmen. Ich lande mit ihm meistens in 8er oder 9er Gefechten und da ist es doch schon sinnvoll, ihn als ja, Unterstützer zu spielen. Und wie wir das machen, zeige ich euch heute. Erstmal will ich gucken, wir haben forschungstechnisch ist nicht wie bei den anderen vorangegangenen deutschen Panzern, dass wir jetzt zig Kanonen haben. Wir haben ja nur die, die wir sowieso schon erforscht hatten. Und jetzt haben wir endlich mal eine vernünftige 8-8er. So, auf die gehen wir mal ein bisschen genauer ein. Die macht im Schnitt 280 Schaden. 203 mm Durchschlag auf der Standard-AP mit einer Geschwindigkeit von 1000 Meter die Sekunde. Ist sehr gut. Damit trifft man auch mal was. Nicht so wie beim 3601H, da waren es ja witzig nicht 700 Meter oder so die Sekunde, dass du nichts getroffen. Gerade in Bewegung hast du überall vorbeigeschossen. War kacke. APCR haben wir noch, ist noch schneller. 237 mm Durchschlag und mit der treffen wir eigentlich so gut wie alles. Nachladezeit 6,15 Sekunden hier in meinem Setup. Wie wir, was ihr hier habt, sehen wir hier unten. Lüftung, Ansetzer, Optik und Schokolade. Und damit kommen wir auf eine DPM von 2734. Das kombiniert mit unseren 1550 HP können wir uns auch easy 8er Panzern gegenüberstellen, wenn wir sie penetrieren können. Können wir im 1 gegen 1 Duell eigentlich fast jeden 8er weghauen. Weil die entweder weniger Strukturpunkte haben oder eine schlechtere DPM. Also so ein 1 gegen 1, wenn wir durchkommen, gewinnen wir eigentlich auch gegen fast jeden Achter. Sollte man aber trotzdem nicht machen. Wir haben eine sehr genaue Kanone. Wir haben hier eine Streuung von 0,31 Meter auf 100 Meter. Das heißt, wir können schön auf die Distanz arbeiten, treffen sehr genau. Und mit der Zielerfassung von 2,08 Sekunden sind wir da auch sehr gut dabei. Gun Depression, minus 7 Grad, nach oben 13 Grad, ist nicht toll, da können wir jetzt nicht so gut arbeiten, da haben wir bessere, aber an sich ist die Kanone sehr gut. Ansonsten haben wir ein Gewicht um die 60 Tonnen mit 700 PS. Das ist, ja, 700 PS nicht viel, aber er fährt sich wesentlich agiler und mobiler als der 3601H, der wirklich sehr träge war. Und ja, ich sag mal, für so ein schweres Eisenschwein ist das schon in Ordnung. Ihr habt schlimmere, trägere Panzer. Ansonsten Höchstgeschwindigkeit 40 km/h vorwärts, 12 rückwärts. Und ja, Tarnung haben wir nicht. Dafür haben wir eine Sichtweite von 471 Metern. Ich hatte schon mal in einem vorigen Video gesagt, ich spiele die deutschen Heavys ganz gerne mit Sichtweite. Und auch hier 471 Meter, damit macht man schon so einiges auf. Ja. Und um euch zu zeigen, wie man den Tiger als guten Supporter spielt, habe ich euch zwei Videos mitgebracht. Wie gesagt, ja, ich habe mir 3 Mark, ihr könnt euch auch Runden mitbringen mit 4000 Schaden. Ist aber nicht mein Ansatz. Ich will euch zeigen, wie auch ihr ihn vernünftig einsetzen könnt und das Beste aus einer Runde rausholen könnt. Dafür habe ich euch zwei Runden mitgebracht und dann würde ich sagen, los geht's. Ja, da sind wir in der ersten Runde auf Himmelsdorf und ja, wie angekündigt, bin ich mit ihm meistens in 8er oder 9er Gefechten. Auch hier haben wir 9er mit dabei, 8er und mit 7ern den Rest aufgefüllt. Das heißt, wir gehören hier halt zu den kleineren, dünneren
Und deswegen nehmen wir hier mal eine Supporter-Position ein. Heavy Spot brauchen wir ja nicht probieren. Können wir hier mal ausklappen. Wenn wir im Gegnerteam schon alleine E50 haben wir keine Chance dem 1 zu 1 gegenüber. Und ja, BZ 176, dem möchte ich jetzt nicht unbedingt begegnen. Genauso wie ein T28 Prott oder Turtle, die werden wahrscheinlich auch da stehen. So, da haben wir schon AMX aufgemacht. Den Tiger haben wir leider vorbeigeschossen. Und da gucken wir mal, ob da noch einer rauskommt vielleicht. Mal gucken. Au! Oh ja, Isu, okay. Oh, haben wir uns erstmal ein schönes dickes Brett gefangen. Und die Hälfte unserer HP verloren. Das ist natürlich nicht so schön. Aber naja, auch das passiert. Gehört dazu. Ja, dann werden wir das Fenster hier erstmal meiden. Und ja, E50, okay. Dem begegnen wir hier. Aber wir haben ihn schon mal eh mitgeben. 241 nur von 280, aber okay. So, da guckt er ein bisschen vor. Mal gucken, stellt sich hier Sidescrape. Gucken, kriegen wir drauf. Ne. Ich habe hier versucht, die Kommandantenluke zu treffen. Und ja. Also da sehen wir, die Genauigkeit der Kanone ist wirklich gut. Das haben wir wirklich auf die Entfernung, die Kommandantenluke, exakt getroffen. Und da ist er schon raus. So, erster gegnerischer Neuner ist weg. Sehr gut, wir führen 2-1. Oh, der andere auch. Der Charme ist auch raus. Sehr gut. Wieder Neuner weg, ne? Das ist doch schon mal ein guter Start. So, was haben wir da hinten? Stehen hinter den Häusern und hinter den Anhängern, hinter den Waggons. Ah, da kann man doch vorm Haus lang. Aber da, Su 100. Ja, Panzerung nicht getroffen. Ja, die sind auch echt hart. Den Baum, den Heik auch durchgespielt. Der hat mir echt Spaß gemacht. Also, ich fand die wirklich ziemlich gut. Sehr hart. Stufe 7, 8, 9, 10. Also, die haben mir wirklich alle Bock gemacht. Von diesen harten TDs der Russen. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ich bleib hier an der Ecke stehen, weil wenn die Su da rumkommt, wir haben da hinten noch einen sturen Emil, der macht die sofort auf. Deswegen gucke ich hier mal ein bisschen rum, ob ich mit meiner Sichtweite hier was aufmachen kann. Ja, das ist ein AMX. Er zieht sich gleich wieder zurück. Und hier dachte ich mir, aha, mal gucken, kommt bestimmt gleich die Su vor, will ihre Chance nutzen. Ah, da ist er auch. Und 308 Schaden in die Su. Sie gibt uns auch eine, aber nur eine 240. So, komm. Und dann nehmen wir sie raus. Sehr gut. Also wir haben hier sehen, Einzelzeit ist wirklich angenehm. Kurz anvisieren, abdrücken und die Genauigkeit, die macht den Rest. So, haben wir 1000 Schaden. Oh, Tiger. Aber er hat uns unseren Schutz beschädigt und wir haben ihn sofort penetriert. Ja, jetzt kam er bei uns auch durch. Ist halt, wie gesagt, beim Tiger auch nicht schwer. Aber dann nutzen wir die Chance, geben ihm noch eine. Und da ist er auf One-Shot runter. Komischerweise liegen wir aber auch schon wieder 5-8 hinten. Also auf dem Berg haben unsere anscheinend verloren. Ne? 5-9. Jetzt auf immer ziemlich schnell. Okay, hier, wo ich penetriert wurde. Sind sie hier auch. Hinten an der Wanne im Sidescrape, da hängen auch schnell was durch. So, und jetzt will ich eigentlich die Bänder rausnehmen. Aber ich habe auch nur noch 290 HP. Das heißt, sie könnten mich hier auch relativ schnell rausnehmen. 5 zu 10 steht es jetzt ja schon. So, Tiger ist abgeprallt, ich habe ihn rausgenommen. AMX guckt nicht zu uns. Ich lade nach. Und. Ah, da hatte ich fälschlicherweise HE drin. Ich habe mich nämlich schon gewundert, wieso ich keinen grünen Punkt hinkriege hier. Und. Ja, dann nehmen wir ihn raus. Schön durch den Turm. So, 3 Kills auf der Uhr. 2000 Schaden gemacht. Und jetzt habt ihr gesehen, Scheiße, die sind hinten komplett durch. Sind im Cap, werden wahrscheinlich nicht durchcappen, werden zu uns weiter durchfahren. Und wir haben einfach noch so viele Achter im Gegnerteam. Und wir sind hier auf 3 Panzer runter. Kürzt. So, AMX. So, den nehmen wir aus der Fahrt raus. Auch Snapshot-Potenzial ist da, sehr gut. 4. Kill. 2200 Schaden. Und jetzt sind nur noch wir und der Vipiera übrig, der irgendwo anders steht. So, Sumoa kommt auf uns. Der will uns haben, da steht ein Prott. In der Mitte, der will uns auch. Der nächste steht im Cap. Und ich versuche mich hier erstmal so weit wie möglich nach hinten zurückzuziehen, weil ich weiß, dass ich einfach eine höhere Sichtweite als der Sumoa habe. Oder bin zumindest davon ausgegangen. So, da ist er nämlich offen. Aber ich nicht.
würde ich sagen. Oder ich war immer noch offen. Auf alle Fälle fahre ich jetzt hier vorsichtig zurück. So, ich sehe ihn. Ah, gut, okay, er hat mich auch gesehen. Aber so zwei Schuss hat er raus. Er hat nämlich ein 5-Schuss-Magazin mit jeweils 300 Schaden. Jetzt fahre ich hier vorsichtig zurück in der Hoffnung, dass ich ihn hier noch mitnehmen kann. Ein bisschen angewinkelt. So, schießen, gleich wieder vor. Und da kam die Super Hellcat von der Seite. Ja, da waren wir aber auch der letzte Mann. Von daher, ja, 8:15 verloren hier. Wir haben unsere 2,5 Schaden gemacht, 560 gebounced. Und ja, da haben wir, denke ich, das Beste aus der Situation gemacht. Würde ich sagen, Runde 2. Ja, Runde 2 hier auf Live Aux. Hier haben wir ein ausgeglichenes oder für uns ausgeglicheneres Match. Sind hier in einem 6er, 7er, 8er Match. Kleine Sprachprobleme hier. Und ja, sind hier also im Mittelfeld angesiedelt, haben größere, aber auch kleinere Autos vor uns. Und deswegen dachte ich mir, gut, okay, wir haben jetzt hier auch nicht so viele gegnerische Heavys, ein Tiger 2 und ein TNA. Können wir mal in die Stadt fahren. Der Weg hinten rum, da fahren die meisten von uns lang. Und auf dem Weg jetzt Richtung Stadt fiel mir dann auf, ja, da fährt der Erkener hin. Also nicht in der Stadt an der Front, sondern eher Supporter-Position einnehmen. So, da hat man den T37 ganz kurz drauf. Aber ja, da ist er raus. Gut, so viel dazu. Genau, auf dem Weg zur Stadt gehen noch ein E25 auf. Ja, schön inneren, seht. Und da geht auch der raus. 2-1 führen wir. Was aber noch nicht zu heißen hat, in der letzten Runde haben wir auch 2-1 geführt. Da sah es auch erst recht positiv aus. Aber, ne, den kriegen wir nicht drauf. Der hält sich da hinterm Berg. Ja, jetzt sehen wir schon auf der Karte, Tiger 2 bewegt sich Richtung Stadt. Und dann dachte ich mir, naja, Innenstadt, wie gesagt, 1-1 gegenüber einem Tiger 2, da sind wir halt unterlegen. Mein P43 noch inne mit dem, sehr schön. Ah ja, da zieht er sich zurück. Aber der ist hoch auf One-Shot runter. Genau, also bin ich hier im Bereich dieses Hügelchens geblieben. Ein bisschen mit meiner nicht vorhandenen Tarnung hinter Büschen verstecken. Und auf das warten, was da kommt. So, an den Gleise sind unsere sehr stark. Die drücken da ordentlich durch. Bin schon 4:3. Haben hier HP-technisch einen deutlichen Vorteil. 3000 HP liegen wir vorne. Aber da kommt ein AMX, 12 Tonnen durch die Mitte. Ja, ihr seht es ja halt, Rückwärtsgeschwindigkeit ist wirklich lahm. Wendegeschwindigkeit, ja, könnte auch schneller sein, aber so vorwärts ist in Ordnung, das geht schon. Wie gesagt, da gibt es trägere Panzer. Das ist ein Pavlak, sehr schön. Zack, inneren, 280. Ja, und dann nochmal rauf hier irgendwie. Ja, nochmal eine 308. Und das ist halt wirklich, das macht einfach Spaß mit dem Tiger. Genauigkeit der Kanone, Zuverlässigkeit, Nachladezeit. Klar gibt es Autos wie den IS, die machen 390 Schaden im Schnitt, aber die haben halt nicht die Genauigkeit und nicht die Nachladezeit. Und gerade auf Distanz machen wir die easy platt. DPM sind es auch in keinster Weise gewachsen. Die können halt mal einen dicken Schuss raushauen, das warten aber auch erstmal. So, gucken wir mal weiter hier. 1169 Schaden haben wir bisher gemacht. Führen auch schon 8-3 und da kommt der Tiger aus Stadt. Plat jetzt hier gerade um auf Standard AP, aber geht doch wieder zurück auf APCR, weil ich jetzt auf den Tiger rauf wollte. So, unser TD hier oben, der T34, ist gerade aufgegangen. So, Tiger 2, zack, die Kette ziehen. Das ist halt auch der Tutor in so einer genauen Kanone. Man kann wirklich schön genau auf die Ketten zielen. So, die nehmen wir jetzt mit, hauen aber da nochmal eine raus. Und weiß halt, dass ich auch gleich noch innen raushauen kann. Dadurch, dass er in der Bewegung ist, würde er mich sowieso nicht so gut treffen und ich bleibe hier einfach stehen. Bewege mich nicht viel, guck kurz vor, schieße und nutze einfach meine Genauigkeit. Und seit der Tiger 2 raus, sehr schön. Ja, war schlecht vom Tiger 2. Er hätte mal in der Stadt stehen bleiben sollen, vielleicht. Hätte da alle kommen lassen sollen, aber okay. 14:4, jetzt ist dann noch der Krombe. Kriegen wir noch eine Rufte auf den? Ja, nicht weit hier noch vor und abgeprallt. Abgeprallt am Cromwell, na klar. Aber okay. Und da guckt er mal raus. Ne. Hat ihn anvisiert.
dann mal so einen Hoffnungs-Snapshot probiert. Und das war's auch schon. 15 zu 4 haben wir hier gewonnen, die Runde. Hab nur einen Kill gemacht, 2400 Schaden und 400 unterstützt. Aber darum sollte es ja auch gehen. Einfach ein bisschen die Supporter-Funktion des Tigers zeigen und nicht hier, guck mal, was ich für coole Runden machen kann. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Auswertung. Ja, da sind wir in der Auswertung. Hier Runde 1 auf Himmelsdorf war eine Niederlage. Wir haben hier eine WN8 von 5814 und ja, sind hier im Team auf Platz 1 gelandet mit 2500 Schaden. Ja, ein bisschen was abgewehrt hat man hier vom Tiger 1. Aber naja, wie gesagt, 10 Treffer gelandet, 4 Gegner rausgenommen. Und was man zum Tiger auch sagen muss, wenn man, gerade wenn man APCR schießt, ist er sehr, 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 sehr teuer. Wir haben hier 60.000 ausheben, sind Verbrauchsmaterialien haben wir benutzt, sind hier mit 70.000 miese rausgegangen. Das ist wirklich ein Punkt, den man beim Tiger bedenken muss. Gerade wenn man APCR schießt, wird er sehr, sehr teuer. Aber an sich, er ist auch kein Moneymaker. Dafür gibt es andere Panzer. Runde 2 auf Live Oaks. Wir haben hier, was haben wir gemacht? Wir haben eine WN8 von 3390, haben Schläge haben wir bekommen, haben auf den Cromwell noch ein bisschen Unterstützungsschaden gekriegt, 2400 Schaden gemacht und einen Gegner rausgenommen. Sind damit im Team auf Platz 2 gelandet, hinter dem Liz. Und was haben wir hier? Hier haben wir sehr Plus gemacht, aber auch nur, weil wir irgendein Event abgeschlossen haben, 50.000. Ansonsten werden wir hier auch mit Miese rausjagen. Also wie gesagt, Tiger 1 kostet. So viel schon mal dazu. Aber Spaß kostet. Also Tiger 1 macht, wie gesagt, sehr viel Spaß, meiner Meinung nach. Gerade die Kanone muss man einfach, die muss man lieben. Und ja, mehr, denke ich, gibt es dazu erstmal nicht zu sagen. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwas habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr am nächsten Video wieder reinschaut. Bis dann. Ciao, ciao.